Guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zu Luigi's Mansion 3 beim Evon 615. Wir spielen dieses fantastische Spiel weiter. Wir waren hier als letztes und haben den Mäuserich den Knopf abgenommen. Das heißt, ich würde mal sagen, wir gehen Richtung Knopf, ne? Also Richtung Fahrstuhl. Wir haben ja hier einiges erlebt. Leckere Sachen gesehen. Und ja. Der Fahrstuhl, Knopf Nummer 4, darf eingesetzt werden. Ja. Das ist Fach 4. Oder Stopp 4. Oder beides. Luigi, du machst deine Sache wirklich gut. Komm doch mal zurück zum Büro. Labor, ich möchte dir nämlich etwas sagen. Bis gleich. Luigi, ich möchte dir etwas mitteilen. Könntest du zurück zum Labor kommen? Okay. Hätte ich das gewusst, hätten wir im letzten Teil nicht Backtracking gemacht. Ehrlich gesagt, so von mir, oh gut. Dann, irgendwann gehen wir hin und dann wird das schon sein. Nee. Nix da. Nix da. Du gehst jetzt gefälligst dorthin, weil ich es so will. Dann gehen wir jetzt halt dahin, weil er es so will. Oh, Luigi! Du bist ja endlich wieder. Ja. Einen alten Mann lässt man doch nicht so lange warten. Ich habe mich hier unten mächtig ins Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt fast über alle Funktionen, die mir so vorgeschwebt hatten. Aber du wirst offensichtlich auch nicht... Du warst offensichtlich auch nicht faul, Luigi. Gut so, sauge bei deiner Erkundungstour mit dem Schreckweg FLU immer so viel wie möglich auf. Dabei hast du schon sicherlich eine hübsche Summe Geld angesammelt. Macht sich also, was damit anfangen? Tja, die ganze Menge. Und ein bisschen werde ich auch davon profitieren. Versteht sich. Trommelwirbel bitte. Hiermit verkündige ich voller Stolz etwas ganz Besonderes. Professor Igitz. Shopping-Netzwerk ist jetzt freigeschaltet und hier im Labor zugänglich. Alles klar. Dort kannst du recht nützliche Items kaufen für einen absoluten Sportpreis. Zur Feier der Eröffnung gibt es... und das ist natürlich nur eine einmalige Sache, ein gratis Geschenk, und zwar einen Goldknochen. Hör zu, Luigi, leg den Goldknochen einfach aus und nimm ihn an dich. Alles klar. Was können die anderen Sachen? Wenn die Zahl deiner Herzen auf 0 sinkt, rettet dir der Polterpirschel. Rettet dich der Polterpirsch. Das ist der Hund wahrscheinlich. Den Knochen kassiert er dafür ein. Alles klar. Hiermit wird auf der Karte der Aufenthalt eines Buhus enthüllt. Für insgesamt einen Buhu einsetzbar. Hier wird der auf der Karte enthüllt, wo ein Juwel sich versteckt ist. Insgesamt ein Juwel einsetzbar. Interessant. Ja, kauf was. Du hast eine Goldknochen gekauft. Super. Goldknochen sind ganz fantastisch. Sie können dich wieder aufpäppeln, wenn die Anzahl deiner Herzen auf 0 gesinkt. Es wäre also ratsam, gleich mehrere Goldknochen im Petto zu haben. Dazu musst du aber natürlich welche kaufen, ne? Stöbere einfach ganz ein bisschen im Shopping-Netzwerk. Die anderen Items, die ich anbiete, sind nämlich auch nicht zu verachten. Alles klar. Oh, jetzt hätte ich das doch beinahe vergessen. Solange du hier bist, musst du noch was erledigen. Luigi, dreh dich mal kurz um. Ich muss was an deinem Schreckweg-FLU anpassen. Na gut, was denn? Schon erledigt, der Schreckwerk FLU ist jetzt eine brandneue Funktion.
Aufgrund einiger Untersuchungen gehe ich davon aus, dass sich Bubus im Hotel verstecken. Mit dieser Funktion lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutert ihr dann später. Gut, das wär's erstmal von meiner Seite, Luigi. Dann setz jetzt deine Suche im Hotel fort. Also mal gucken, was dann noch alles hier im Springnetzwerk gibt. Tatsächlich nur das. Nachbestellt. Alles klar. Dann geht's weiter. Also, wir haben jetzt eine neue Funktion gekriegt. Da oben steht jetzt ein Knochen. Interessant. So. Also die Funktion kann Bubus aufspüren. Läuft das denn genauso ab wie das damals? Das würde er mir jetzt sagen. Yellow. So schnell kann's gehen. Du bist anscheinend schon auf den ersten Buhu gestoßen. Er muss ganz hier in der Nähe sein. Lass mich was genauer erklären. Wo war doch gleich noch meine Notizen? Also, Luigis Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf Buhus ausgesendeten Frequenzen. Wenn sich ein Buhu in der Nähe versteckt, merkt man das daran, dass der Glibber zu vibrieren beginnt. Das Vibrieren nimmt zu, je mehr du dich dem Buhu näherst. Wenn du ganz nah bist, wirst du im wahrsten Sinne des Wortes, das wirst du im wahrsten Sinne des Wortes spüren. Das war einfach zu verstehen, nicht wahr, Luigi? Starke Vibration bedeutet Buhu in der Nähe. Dann los, fang mir reichlich Buhus. Ich überlege mir derweil schon mal, wie ich sie in meiner Sammlung einordnen werde. Alles klar. Das heißt also, der wird sich jetzt hier gleich... Genau. Naja, hier eigentlich nein. Ja. Oder ist das wieder auf... Nee. Nee, auch nicht auf die Funktion. Auf die. Nee, auch so nicht. Also früher ging das auch so beim letzten Mal. Also der befindet sich hier in der Nähe. Vielleicht mit Luigi? Wie muss ich den Geist einfangen? Vielleicht muss ich das jetzt auch erstmal nicht machen. Vielleicht kommt das noch später. Gehen jetzt erstmal in Stockwerk 4. Vielleicht sind die Bubus jetzt noch nicht so wichtig. Obwohl, Luigi's Mansion, doch, sind sie. Ignorier diese blöden Geister doch nicht. Fangen sie, verdammte Axt. Wahrscheinlich, vielleicht können wir es auch noch nicht. Wir können vielleicht die aufspüren, aber noch nicht fangen. Aber ich glaube nicht. Das wäre gemein. Das meint, wenn man sie aufspüren könnte, aber sie noch nicht fangen könnte. Stockwerk 4. Scheint ein Musikstockwerk zu sein. Schließlich sehen wir da einen Notenschlüssel. Jo. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Aber ein Transfer
ein Transfersystem eingerichtet für dich. Ruf nur den VB auf und wähle Labor, danke. Dann bist du eben nur bei mir. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst vom Labor aus die Stelle im Hotel zurück, wo du als letztes warst. Das war für der Erste. Alles. Vergiss bei deiner Erkundungstour nicht, dass du stets auf dem Transfersystem zurückgreifen kannst. Alles klar. So. Okay, das Bild kann man anpinnen. Was das wohl bringt. Geld. Ja, da mag jemand keine Musik. So, kann man das gelbe Bild anpinnen? Nee. Auch hier nichts Ungewöhnliches. Geige. Noch mehr Geigen. Und Wellen. Okay. Aha. Also sind dann Bildern auch was. Kann man da vielleicht so... Nee, kann man nicht. Popcorn. Nimm Popcorn mit! Wie kann er denn springen? Ah, ja. Ergibt Sinn. Gut, sorry. Ja, wir nehmen Schaden. Das ist mir ehrlich gesagt mittlerweile recht, weil das mit dem funktioniert nicht so ganz. Männer und Damen. Herren und Damen, wie es heißt. Gut, da fängt's an. So, eine Vorstellung ist für dich gelaufen, mein lieber Freund. So ein Pult. Normalerweise ist gerne mal hier sowas dran. Ah, Geld ist drin. Geld ist drin, nicht dran, sondern drin. Aber ich habe ja vorhin auch gesehen, bevor wir hier... Was ist das? Auch unwichtig. Ja. Genau. So, Geld. Dann komm mal runter. Okay. Dann haben wir hier noch mehr Geld. Bisschen Geldbarren. Bisschen Goldbarren. Ein paar einsammeln. Passt schon. So. Bild vielleicht? Nee. Können wir... Ja, da können wir natürlich ran, klar. So. Wenn wir das Band nicht so ein bisschen blöd dahingelegt hätten. Wow. Okay. Kann man nochmal abmachen. Vielleicht ein bisschen blöd, einfach nur angebracht.
Oder es soll nicht sein. Doch. Siehst du. Aber wofür brauchen wir das Ding hier? Vielleicht als Schild? Aber für was? So, Popcorn. Popcornmaschine. Oh! Okay, ich hab sie alle drei erwischt. Ich dachte, er war echt überrascht, das sind die Goldmäuse. So. Dann möchte ich jetzt auch Popcorn haben. Popcorn, bitte! Noch mehr Popcorn? Noch mehr Popcorn! Ein goldenen Musikschlüssel. Die goldene Note. Also es gibt ja auch Noten. Interessant. Wird es wahrscheinlich in den gesamten Raum hier weitere Noten geben. So, Klavier. Kann man nicht. Auch das ist nicht möglich. So. Dann gehen wir als erstes hier rein. Hallo. Schönen guten Tag. Das Geld fliegt ja nur bei den Damen umher, ne? So, Herzen. Richtig. Popcorn, natürlich, klar. Warum gehen ja nie alleine aufs Klo, ne? Ihr wisst das, ja? Okay, das ist verstopft. Was die da jetzt gemacht haben, würde mich schon interessieren. Ja. Was kann man damit mit dem Musikinstrument jetzt hier... Wir haben ja schon eben auch schon sowas gesehen. Anpinnen kann man es nicht. Irgendwas hier in der Nähe ist es auch nicht. Spülung könnte betätigen vielleicht. Versucht mal runter zu spülen. Ich glaube, das bringt auch nichts. Nee, also hier ist nicht mehr. Jetzt kommt's, bestimmt ihr da draußen sagt doch. Voll blind. Ja. So, kann man dagegen pumpeln? Nee. Vielleicht ist hier wirklich tatsächlich nichts, außer diese Spinne. Das Herrenklo sieht irgendwie so sehr gemacht aus. Natürlich, Goldbarren, klar. Wo auch sonst als im Wasserhahn befinden sich Goldbarren. Sehr schön. Ist da Wasser oder wie? Oder warum? Okay. Hier scheint wieder so ein Kartenspielzimmer zu sein. Tresor. Hier muss man wahrscheinlich eine Melodie spielen. Wir räumen aber als erstes auf. Ich mag als erstes immer aufräumen.
So, Popcorn. Oh, Geld. Wahrscheinlich ist es die Melodie nachspielen. So, aber erstmal hier das ganze schöne Zeug. Also, die Melodie nachspielen. Die klassische Luigi's Mansion Melodie. Aha. Money! Aber die große Frage ist jetzt... Okay. Aha! Langsam spielen! Langsam spielen! Ich hab's jetzt erst verstanden! Natürlich, klar, du musst es langsam spielen. Okay, ergibt Sinn. Okay. Ergibt Sinn. Ja, manchmal brauche ich ein bisschen. Sorry, aber ich glaube, vielleicht nicht alle hätten das rausgekriegt. Obwohl, doch, ich denke schon. Ah. So, wo geht's lang? Okay, nur ganz viel Geld. So. Aber mehr auch nicht. Also, mehr ist hier nicht. Nö. Aber hey, wir haben jetzt die zweite Melodie. Die zweite Tune. Die zweite Tune. Und, würde ich mal sagen, gehen wir hier mal rein, ne? Im nächsten Teil erst. Ha, ja, manchmal ist es so. Manchmal bin ich gemein. Bis zum nächsten Mal und ciao.